Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen Giants-Mitarbeiter für euch, und zwar den Lizardhan, den Community-Manager von Giants. Was er allerdings noch so treibt, verrät er euch, naja, Interview ist es nicht, eher eine Q&A, wo 95% der Fragen von euch kommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Moin Lars, stell dich doch mal kurz vor. Hi, ja, ich bin Lars Malcherek, Lizardhan im Forum, Discord, sonst irgendwo. 41 junge Jahre alt, wie man am grauen Bart, denke ich, sieht. Ich bin technisch gesehen der Community Manager bei Giant Software, bin allerdings mittlerweile eher der FSL Esports Coordinator und habe das Community-Dasein so ein bisschen on hold gepackt, wenn man so will. Habe vorher bei EA gearbeitet, falls jemand mich verteufeln will, hier ist euer Grund. Davor war ich bei NCSoft, habe an Guild Wars gearbeitet. Und irgendwann davor hatte ich auch mal ein langweiliges Leben, wo ich dann so als Netzwerktechnik rumgehangen habe. Mittlerweile ist mein Leben eben Spielen. Aber so langsam sollten dich alle kennen, wa? Wer mich nicht kennt, Gott, der hat, glaube ich, auch nichts verpasst. Stell doch mal Giants auch kurz vor. Giants, ja, das ist eine Firma, ein großes Gebäude, vorne eine Tür hinten. Nein, also Giants Software ist mittlerweile, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so auswendig, wann sich die Firma wirklich gegründet hat. Ich glaube so 2006 rum. Giants Software ist entstanden aus einer ganz kleinen Gruppe, die machen den Landwirtschaftssimulator, mittlerweile seit gut fast 12 Jahren. Angefangen hat das Ganze 2008 mit dem LS 2008 eben. Waren am Anfang 3 oder 4 Pöppels, mittlerweile sind wir 75 an 3 Standorten. In der Schweiz, in Erlangen, da wo ich eben sitze, und wir haben in Brno in Tschechien auch noch einen kleinen Standort. Da sitzen so 4, 5 von unseren Vehicle Artists quasi. Wir haben eine Zeit lang auch andere Spiele gemacht, Skiregion Simulator und Demolition Company hieß es, glaube ich. Wenn nicht, können wir das hoffentlich schneiden. Nein, scheiß drauf, dann habe ich was Falsches erzählt, ist doch prima. Mittlerweile machen wir nur noch den LS. Und ja, die FSL jetzt eben. Wie schätzt Giants den Erfolg des LS19 ein? Gut, tatsächlich. Der LS19 hat sich extrem gut verkauft. Wir haben extrem viele neue Spieler dazu bekommen. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem 19er. Also mit dem Erfolg des 19ers. Natürlich über das Spiel selbst, da reden wir ja gleich wahrscheinlich eh noch drüber. Deswegen bin ich wahrscheinlich hier. Da kann man sicherlich drüber streiten oder Dinge besser machen, keine Frage. Aber der Erfolg war schon da. Wir haben auf jeden Fall für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt. Ja, da müssen wir jetzt drauf aufbauen. Jetzt kommen wir dazu. Es gab anfangs starke Probleme mit den LS19. Woran lag das? An uns. Ich könnte euch jetzt irgendwas erzählen, aber die Wahrheit ist, es lag an Giants. Tatsächlich ist Folgendes passiert, um das mal so ganz aufzuwickeln. Wenn wir das Spiel ankündigen und auch wenn wir ein Release-Datum ankündigen, ist das Spiel ja nicht fertig. Wir arbeiten weiter dran. Im Grunde, wenn wir sagen, das Spiel kommt am 20. November raus, arbeiten wir bis zum 19. November dran. Und dann am 20. geht es eben raus. Jetzt haben wir kurz vor Release, so gute 2 Wochen vor Release, haben wir einige technische Änderungen am Spiel vorgenommen, die in unserem Kopf das Spiel flüssiger machen sollten. Vornehmlich die Steuerung. Einige erinnern sich vielleicht, das hat nicht ganz so gut geklappt. Und die Steuerung war, sagen wir mal, wir mussten nachpatchen, 4-mal oder so. Also es lief einfach nicht. Da war der Zeitraum zu kurz. Das war einfach relativ, ich will nicht sagen dämlich organisiert, aber da waren wir ein bisschen sehr optimistisch, sagen wir mal so. 2 Wochen vor Release des Spiels jetzt noch wirklich grundlegende Änderungen an der Technik hinter der ganzen zu machen, war ein bisschen sehr riskant und ist eben auch nach hinten losgegangen und dann hat einiges nicht funktioniert. Lesson learned, das machen wir nicht nochmal, das kann ich euch versprechen. Wenn, machen wir es jetzt früher kaputt. Es hat sich mindestens ein kleiner Shitstorm über Giants und den LS19 ergossen. Wie ist Giants oder auch du damit umgegangen? Also ich persönlich grundsätzlich, wenn ich jetzt sage, mir ist das egal, klingt es unglaublich arrogant. Ich kann mit Shitstorms umgehen. Ich habe bei EA gearbeitet. Ihr glaubt gar nicht, was für Shitstorms ich gesehen habe, okay? Ich habe an Battlefront gearbeitet. Ich habe alles gesehen. Das ist alles. Ja, wie geht man mit einem Shitstorm um? Generell ist es so, es war eben ein kleiner Shitstorm. So schlimm war es jetzt nicht. Es war mein erster LS-Shitstorm. Der 19er ist ja der erste LS, an dem ich quasi mitgearbeitet habe am Release. Man hat mir versichert, am 17er gab es auch schon einen Shitstorm und beim 15er gab es einen Shitstorm, also ganz ungewöhnlich war es nicht, was jetzt nicht heißt, dass wir gesagt haben, oh, da ist er ja wieder, der alljährliche Shitstorm, schön, dass du vorbeigekommen bist, wir sind dann mal weg. Nee, natürlich guckt man und einige Sachen waren ja auch berechtigt, wie das halt mit der Steuerung, das bringt mich zurück zu dem Punkt. Du bringst das Spiel raus, die Leute schließen ihr Lenkrad an, nehmen es und so in die Hand, drehen und der Traktor denkt sich, hier, komm, ne, machen wir nicht, ist nicht drin, ich fahre geradeaus, fuck it, nicht cool, absolut nicht cool. Wir haben ein paar Sachen geändert in der Art, wie wir das Spiel entwickeln. Jetzt muss man ja auch dazu sagen, wenn ich zurück, meine ID in der Firma, das kann ich nur immer wieder betonen, meine Firmen-ID ist die 30. Ich war der 30. Mitarbeiter bei Giants. Ich bin 2 Jahre da. Daran sieht man, wir werden erst langsam wirklich eine Firma. Ja, das war vorher, war das so ein kleines Grüppchen von Leuten, immer ein größer werdendes Grüppchen. Jetzt sind wir eine Firma, möchte ich sagen. Und wir lernen daraus, hoffe ich, und machen eben, wie gesagt, sowas nicht mehr wie 2 Wochen vor Release das Spiel nochmal kaputt machen
oder versuchen eben irgendwelche Abläufe reinzubringen. Das Problem ist, ein Shitstorm ist unglaublich schwer zu vermeiden. Er ist grundsätzlich auch nichts Schlechtes, aber es gibt ja immer einen Haufen von Spielern, die erwarten X und du lieferst Y. Und wenn du die X-Leute machen, dann Shitstorm. Wenn du aber statt Y X lieferst, dann werden die Y-Leute einen Shitstorm machen. Irgendwer ist immer unglücklich, es sei denn, du lieferst das perfekte Spiel ab. Und da sind wir, glaube ich, alle, nicht nur wir, sondern auch alle großen Firmen noch ganz, ganz weit von entfernt. Und deswegen nehmen wir den Shitstorm natürlich, wobei man fairnesshalber sagen muss, dieses reine Rumgerente, das ist uns einfach wirklich egal. Wenn sich jemand irgendwo hinstellt und so, Giants ist voll scheiße und deine Mutter ist scheiße und dein Hund ist scheiße, das wird einfach gelöscht. Mir ist egal, wer du bist, mir ist egal, was du mir zu sagen hast, wenn du so anfängst, bist raus. Wenn aber jemand kommt und sagt, ey Leute, seid ihr wahnsinnig, 2 Wochen vor Release ein Lenkrad, dann sagen wir einfach, ja, es tut uns leid, es war dumm, müssen wir anders machen. Ich vergleiche das immer gerne, meine Bäckerei-Anekdote kann ich jetzt bringen, ich vergleiche das immer gerne mit einer Bäckerei. Wenn du in eine Bäckerei gehst, du kaufst 10 Brötchen und du kriegst nur 8, dann hast du 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Du gehst rein und sagst, entschuldigen Sie bitte, ich habe 10 Brötchen gekauft, ich habe nur 8 bekommen. Dann wird die Bäckerei-Fachverkäuferin wahrscheinlich sowas sagen wie, oh, das tut mir wahnsinnig leid, hier sind Ihre 2 Brötchen, bitte entschuldigen Sie, das wollte ich nicht, vielleicht hier ist noch ein extra Brötchen. Du kannst aber natürlich auch reingehen und sagen, scheiß Bäckerei hier, blöde Kuh hier, scheiß Brötchen, alles Kacke, hässliche Tüte, hässlicher Stuhl, hässlicher Tisch, hässliche Auslage. Dann wird die dir nicht mehr so entgegenkommen. Nein. Und das ist bei einem Shitstorm einfach genau das Gleiche. Die Leute, die einfach sich nur aufgeregt haben, weil Shitstorm, jetzt müssen wir so ein bisschen und jetzt können wir nochmal brodeln, die werden einfach weggewischt. Und was da drunter ist, das wird sich angesehen. Also wird da eher drauf geachtet, was wirklich die Community sagt, ey, pass auf Leute, das und das ist echt nicht gut gelaufen. Das nimmt sich den Giants zu Herzen. Dafür haben sie mich eingestellt. Das ist immer, viele Leute kommen zu mir und sagen, ihr hört nicht auf die Community. Dann sage ich immer, dann mache ich meinen Job wohl falsch, weil Giants hat mich eingestellt, um mit der Community zu reden. Ich habe nicht unbedingt die Art, die jeder will. Ja, also ich weiß zum Beispiel, meine Foren-User sind ein bisschen unglücklich, dass ich sehr viel auf Discord hänge und Facebook hänge und auf Twitter hänge, beziehungsweise hing. Mittlerweile macht es ja dann eben mein Stellvertreter, weil das ist ja auch so eine Sache, als man gemerkt hat, ich kann das ganze Feedback nicht mehr aufnehmen, weil der 19er wächst, weil das Spiel größer wird. Da hat Giants nicht gesagt, dann lassen wir es halt, ist uns doch egal, was die Spieler sagen, sondern haben gesagt, stell einen ein, bring einen weiteren Mann ran, lass 2 Leute draufschauen. Newsflash, wir haben mittlerweile sogar 3 Leute, die draufschauen. Der dritte ist Felix, das ist unser Content-Marketing-Manager. Der ist technisch gesehen mehr für die News zuständig als fürs Feedback. Schaut aber mit auf die Community. Also wir haben 3 Leute, die schauen. Wir haben 3 Leute, die Feedback mitnehmen. Ob immer alles umgesetzt wird, ist so eine Sache. Aber grundsätzlich haben wir eine komplette Abteilung, die nur das macht. So sind ja auch viele Features in den 19er gekommen. Das ist ja auch, das ist eine Sache, die man auch festhalten sollte. Meine erste Aufgabe, als ich kam damals, war ja, find mal raus, was die Spieler wollen und mach mir eine Liste für den 19er. Das haben wir auch gemacht. Und es gibt jetzt auch schon wieder so eine Liste fürs nächste Spiel, die von der Community erstellt wird, also von uns. Einfach, weil wir das Feedback von überall her nehmen und so ein bisschen gucken. Wir schauen noch viele Streams und Videos und so weiter und sammeln so ein bisschen, was wollen die Leute. Und die Liste ist immer bei unseren Entwicklern und dann sollte das auch laufen. Ja, da kann ich direkt anschließen mit der nächsten Frage. Und zwar, wird der 2-Jahres-Zyklus weiterhin fortgesetzt? Im Moment, schwierig, denke ich schon. Da muss ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn ich jetzt irgendwie sage ja und dann entscheiden unsere Chefs, noch, nee, wir machen das, dann bin ich natürlich wieder der Gelackmeierte. Ich gehe davon aus, dass er zumindest fürs nächste Spiel fortgesetzt wird. Was danach passiert, wenn wirklich ein 21 oder wie auch immer er heißen mag, kommen wird, werden wir dann entscheiden, was das nächste wird. Also kann ich jetzt noch nicht sagen, das wird auf Dauer fortgesetzt, keine Ahnung. Für den Moment, denke ich, ist es das Ziel. Wir arbeiten auf jeden Fall schon an Ideen fürs nächste Spiel. Kann ich natürlich noch nicht viel zu sagen, logisch. Im Moment würde ich sagen, so grob werden wir wohl die 2 Jahre beibehalten. Das Anderson DLC beißt sich stellenweise mit den Vanilla-Geräten. Was ist da los? 2 Ballen-Sammelwagen sich gebissen haben. Sobald die zusammen auf einen Server waren, hat das Spiel unheimlich angefangen zu laggen. Das hätte nicht sein sollen. Das ist dann, wenn ein Fall für QA. Da muss ich ehrlich passen. Davon habe ich noch nichts gehört. Was durchaus an mir liegen kann, aber ich mache, wie gesagt, im Moment sehr viel FSL. Haben wir das gefixt? Noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das schon bekannt gegeben wurde. Gut zu wissen. Wieso wird der Fokus so stark auf Baumwolle gelegt? Wird er so stark auf Baumwolle gelegt? Ich meine, Baumwolle ist drin. Okay, das ist jetzt nicht zwingend ein Fokus. Wir haben auch Geräte für Baumwolle. Es wäre auch unglaublich dumm, wenn wir Baumwolle im Spiel hätten, aber keine Geräte für Baumwolle. Aber es war ja im Grunde nur der Case. Jetzt kommt der John Deere dazu. Der John Deere wurde von unseren Spielern gefordert. Das war, als wir das Spiel released haben, kamen ganz, ganz viele Leute und haben gesagt, warum kein John Deere, warum kein John Deere? Wir arbeiten natürlich mit John Deere und haben dann irgendwann mit John Deere eben die Kommunikation gesucht und dann haben die gesagt, na gut, machen wir. Und so kam ihm dieses DLC zustande. Aber ist es jetzt wirklich ein Fokus auf Baumwolle, wenn man sagt, hey, statt einem Harvester gibt es noch einen zweiten? Also ich weiß nicht, Fokus ist vielleicht ein bisschen sehr krass, wenn man jetzt sagt, dass ein DLC dabei ist.
Ja, jetzt hatte ich das gerade schon angesprochen mit dem Ballensammelwagen. Wird es möglich sein, den Standard Case Pflücker und den DLC John Deere Pflücker auf ein Feld zu nutzen? Theoretisch, praktisch kommt es, ja, aber das leckt, haben wir bei Anderson gesehen. Ich hoffe bei John Deere nicht. Natürlich, funktioniert. Wenn man das will, weil die haben ja schon eine sehr unterschiedliche Herangehensweise an Baumwolle. Aber wenn man schon immer mal irgendwie lustige Formen auf seinem Feld produzieren wollte, dann kann man auch beide benutzen. Und, Wieso nur ein neues Gerät von John Deere im Baumwoll-DSI? Boah, da bin ich hart der Falsche, der gefragt wird. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass eben mit John Deere genau diese Absprache getroffen wurde, dass es eben sich um Baumwolle handeln soll und die gesagt haben, nimm das. Eine andere Erklärung habe ich spontan nicht, da müsste ich wirklich mal irgendwie nachhorchen. DLC ist immer eine Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Von John Deere haben wir jetzt schon einiges im Spiel. Vieles andere muss nicht zwingend ins Spiel, weil wir einfach andere Marken haben, die schon sehr viel abdecken. Und wir wollen auch nicht, dass eine Marke einfach alles abdecken kann. Das ist einfach nicht in unserem Sinne. Und ich gehe davon aus, dass da eben die Zusammenarbeit irgendwo gesagt hat, okay, wir bringen den John Deere, weil er eben von den Spielern auch so gerne gesehen worden wäre. Und ja, da stehen wir nur. Ist ein DLC in Richtung Grundlagentechnik geplant? Presse, Wender etc.? Ich liebe diese Ist-es-geplant-Fragen. Also mal so grundsätzlich, Fragen, die anfangen mit Ist-es-geplant, werde ich nicht beantworten. Aus einem relativ simplen Grund. Wenn es etwas geplant ist, aber die beantwortet gleich trotzdem, das ist lustig. Aber wenn etwas geplant ist und wir es noch nicht angekündigt haben und ich mich dann hier so auf so einen Stream stelle und sage, Mensch, schön, dass du fragst, wer das? Ja, sicher, kommt am 30.09. raus, dann bin ich morgen arbeitslos. wir kündigen Sachen ja grundsätzlich dann an, wenn wir denken, dass es eine gute Idee wäre, sie anzukündigen und nicht einfach so, hey, nett, dass du gefragt hast, wir hätten es euch nicht verraten, aber jetzt, wo du fragst, ja, er kommt. deswegen sind diese Wird-es-mal-geben-Fragen unglaublich schwierig, weil wenn ich es beantworten kann, habe ich es schon angekündigt. In dem Fall kann ich aber, glaube ich, sagen, ich denke nicht, weil wir uns zurzeit mit DLCs ja sehr, sehr stark eben immer auf neue Fahrzeuge, neue Marken und so weiter konzentrieren. Da würde das nicht so ganz reinpassen. Das heißt nicht, dass wir es in Zukunft nie machen. Es gibt tatsächlich auch innerhalb der Firma Diskussionen darüber, wie man DLCs anstarten soll, ob da neue Features mit rein sollten und so weiter und so fort. Das kann natürlich jetzt auch noch Jahre weg sein, dass wir da irgendwas ändern. Also für den Moment würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Trotzdem ist es geplant, Fragen sehr, sehr schwer. Im Zweifelsfall auf der FarmCon an meine Chefs, wenn die sich verplappern, bin ich nicht schuld. Wieso wird im Mod-Hub nicht auf genauere Beschreibungen geachtet? Beschreibungen werden von unseren Spielern gemacht. Das mal zuerst. Ja, also wenn ein Spieler einen Mod hochlädt, macht er auch die Beschreibung fertig. Wir prüfen jetzt nicht, wie unglaublich detailliert eine Beschreibung ist. Wir prüfen nur, ob die Quatsch ist oder nicht. Ja, und ob man sie lesen kann. Wenn einfach nur einer schreibt, Traktor, dann werden wir dem sagen, Alter, nein. Aber wie ins Detail man da geht, das überlassen wir schon so ein bisschen den Spielern, weil die ja auch, wenn sie ihren Mod hochladen, entscheiden, was wollen sie über den Mod quasi aussagen. Das heißt, die nehmen die Screenshots, wählen die selber aus, die wählen die Beschreibung selber aus und da wollen wir auch nicht zu sehr reinreden, wie gesagt, das ist ja ihr Ding. Wir wollen nur verhindern, dass halt totaler Quatsch drinsteht. Dann greifen wir schon ein. Aber ansonsten dein Mod, deine Beschreibung. Warum wird von den Moddern ein so hoher Standard verlangt, wenn Giants ihre eigenen Ziele nicht einhält? Oh, das ist eine schöne Frage. Es ist eigentlich ja, ich mag diese Fragen, die sind toll. Weil die sind ja eigentlich nicht, ich habe eine Frage, die sind ja eigentlich, ich will aussagen, dass Giants scheiße ist. Hast du hiermit getan, lieber Fragesteller? Herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast uns jetzt gesagt, dass wir ja unsere Ziele nicht einhalten. Ja, ich bin begeistert. Ja, warum wird von den Moddern ein so hoher Standard erwartet? Welcher hohe Standard wird erwartet? Wir erwarten von Mods, dass sie laufen, dass sie nicht crashen, dass sie FSK 0 sind. Ja, liebe Maps, die Titten. Kalender in ihre Garagen hängen. Lasst es doch einfach sein, dass sie einigermaßen authentisch sind natürlich. Ja, also man kann jetzt nicht irgendwie einen Mod hochladen und sagen, hier, das ist der John Deere und dann kommt irgendwie so ein pink-rotes, was auch immer, das eigentlich aussieht wie irgendwie ein Fiat Corolla oder so. Ihr wisst, was ich meine. Und wir achten darauf, dass es nicht den Rahmen sprengt, dass es vernünftig sortiert ist, also dass die Dateien vernünftig in Ordnern abgelegt sind und so weiter. Das ist an sich kein hoher Standard. Was das ist, ist den Mod in einer Version hochladen, in der andere sie auch benutzen können. Es gibt durchaus Modder, die bauen dann Modelle, die sind Wahnsinn. Aber haben auch zig Millionen Polys. Und das ist auch alles richtig schön, wenn man auf einem NASA-Rechner spielt. Ja, aber wenn man irgendwie mit seinem 8 Jahre alten Laptop versucht, diesen Mod runterzuladen und dann kommt hinten so Rauch raus und dann so ein weißes Fähnchen, dann hat man halt nichts gewonnen. Wir versuchen also wirklich dafür zu sorgen, dass die Mods, sagen wir mal, spielbar sind. Wenn man da davon ausgeht, so, ja, aber Mods spielbar, das ist ja viel höher als die Ziele, die Giants sich gesteckt hat. Nee, unser Ziel ist tatsächlich auch, dass unser Spiel spielbar ist. Das haben wir jetzt, wie wir festgestellt haben, mit der Lenkung nicht zwingend erreicht. Aber so grundsätzlich wollen wir natürlich, dass alles spielbar ist. Kann man das so ein bisschen mit den Syntrak vergleichen, was du gerade meintest? Weil der erfordert ja wohl meines Wissens nach sehr, sehr viel Leistung durch sehr, sehr hohen Standard, den er gesetzt hat, weil er unheimlich viel kann und unheimlich komplex ist.
Ja, mehr oder weniger. Du kannst auf verschiedenste Arten und Weisen diesen Mod im Prinzip an die Wand schießen bei uns. Diese sehr hohen, sehr komplexen Mods. Manchmal winken wir die auch durch, muss man einfach sagen. Wir haben auch jetzt gerade wieder einen Mod im Testing, von dem ich weiß, dass einige Leute drauf warten, der irgendwie, keine Ahnung, 80 Skripte drin hat oder so. Also Wahnsinnsdinger. Wenn die wirklich cool sind, dann kann man auch mal sagen, okay, machen wir. Aber dann muss man sich einfach bewusst sein. Und das ist so eine Sache, die, glaube ich, viele Spieler vergessen. Weil es auf deinem Rechner läuft, heißt das nicht, dass es überall läuft. Und wenn wir einen Mod hochladen in unserem Mod-Hub oder durchwinken, hochladen tut ihr den ja, durchwinken, der dann am Ende die Systeme von schwächeren Spielern zerschrömmelt, dann fällt es auf uns zurück natürlich. Weil die meisten wissen nicht mal, wer Modder sind. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich am Tag Nachrichten kriege mit, ja, wann macht denn ihr mal einen neuen, bla bla bla. Wo ich dann einfach sagen muss, oder warum macht ihr nur Gewichte? Wir, das sind unsere Modder, das sind Spieler wie du und ich, die das wollen. Leute wissen nicht, was Modder sind. Und damit wissen sie auch nicht, dass der Mod-Hub eine Sammlung von Dingen ist, die andere Spieler erstellt haben. Also müssen wir darauf achten, dass sie laufen. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Gerade auf der Konsole, was natürlich nochmal ein ganz anderes Thema ist, weil Konsolen einfach uralt PCs mittlerweile sind, die keine Leistung mehr bringen können. Eine PS4 ist einfach mittlerweile Hardware, die ist, damit würde ich keine Spiele mehr spielen wollen. Da muss man eben drauf achten. Und da sind wir als Firma irgendwo auch in der Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass wenn irgendjemand sich 50 Mods runterlädt, es noch einigermaßen läuft. Tut's nicht immer, ja, wir kennen alle, denke ich, wir haben alle diesen einen Freund, der 650 Mods runtergeladen hat, auf seinem alten i3-Prozessor mit seiner Onboard-Grafikkarte und sich dann aufregt, dass nichts mehr läuft. Aber es ist einfach wichtig, dass es läuft und das ist, glaube ich, eine Sache, viele Leute kommen immer und sagen, ja, die Qualitätsstandards sind schon sehr hoch. Eigentlich nicht. Wenn wir es runterbrechen, ist es, sorgt dafür, dass es läuft. Du sagtest gerade, Mods durchwinken. Inwiefern kann man sich da wirklich vorstellen, oh, Modder XY, da weiß man, der bringt eigentlich wirklich sehr gute und qualitativ hochwertige Mods. Ah ja, komm, wird schon stimmen. Nee. Natürlich kennen wir unsere Modder. Natürlich wissen wir, wenn ein Modder einen Mod einreicht, gerade bei denen, die viel einreichen, ja, viele Leute reden immer gerne über Alice Mod Company, Vertex Design. Wenn ein Vertex Design Mod reinkommt, dann gehen wir davon aus, dass der eine vernünftige Qualität hat. Deswegen schauen wir aber trotzdem mal nach, weil auch die Jungs machen Fehler, auch die Jungs machen irgendwas kaputt. Klar haben die Erfahrung und haben Jahre der Mods hinter sich. Das bewahrt dich nicht davor, trotzdem mal irgendwo Scheiße zu bauen. Wobei man einfach sagen muss, wenn ein Mod wirklich gut ist und jetzt unabhängig davon, wer ihn eingereicht hat, dann kann man auch mal über so einen Polycount hinwegsehen und sagen, ja, der hat jetzt schon echt viele Polys und das überschreitet die Grenze, die wir eigentlich haben wollen. Aber das Ding ist so cool, dass unsere Spieler es bestimmt haben wollen. Und dann ist aber egal, ob da Vertex-Design hinterstellt oder ob das neu gegründete Lizardhan-Modding dieses Ding gründet, baut. Ja. Und das meine ich damit durchwinken, dass man einfach sagt, das überschreitet jetzt schon unsere Grenzen, aber es ist wirklich, wirklich cool. Komm, lass trotzdem rein. Passiert nicht oft. Es gibt aber mal Gelegenheiten, wo man einfach sagen muss, das ist schon eigentlich zu cool, um Nein zu sagen. Was ist der Grund, dass Seasons nicht schon von am Beginn dabei war? Oh, das ist eine super einfache Frage. Die habe ich zum Release nämlich ungefähr 80 Mal beantwortet. Die kann ich auswendig. Ihr müsst euch vorstellen, als Seasons damals rauskam, das kam ja zum Mod-Contest vom 17er, also 2017. Da waren wir natürlich in der Planung vom LS19 schon sehr, sehr weit. Das Seasons kam raus und war auch ziemlich cool, aber es war schon mal überhaupt gar nicht für Konsole ready. Wir erinnern uns, dass das war erst November, Dezember. Ja, das ging erst gegen Ende des Jahres, dass wir überhaupt für eine Konsole ready waren. Seasons war also als Mod nicht wirklich in einem Zustand, in dem wir ihn einfach so ins Spiel hätten implementieren können. Das schon mal sowieso nicht. Hätten wir auch nicht gewollt. Wir müssen ja, wenn, unsere eigene Version fürs Spiel bauen. Wir waren aber so weit im 19er schon fortgeschritten, dass wir gar nicht mehr die Zeit hatten zu sagen, ah, jetzt brechen wir einfach mal hier, keine Ahnung, die Pferde ab, die wir schon angefangen haben, wo wir schon 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate Zeit reingejagt haben und entwickeln jetzt mal Seasons. Das heißt, im Prinzip ist Seasons hinten übergefallen, weil es einfach zeittechnisch nicht reingepasst hat und weil Seasons, so beliebt wie der Mod ist, und der kommt ja jetzt dann auch nächste Woche für den 19er, also Stand Aufzeichnung, keine Ahnung, wann das hier released wird, Seasons ist ein unglaublich umstrittener Mod. Und das ist das, was Leute, glaube ich, nicht, gerade unsere Hardcore-Community sieht das nicht. Unsere Hardcore-Community sieht Seasons und sagt, das ist der geilste Scheiß ever, der muss ins Spiel. Und ich würde sogar sagen, es gehört irgendwie ins Spiel. Landwirtschaft, Wetter, das ergibt Sinn, das passt zusammen, das ist schön. Aber Seasons ist ein Mod, der unglaublich oft abgeschaltet wird, weil die Leute keinen Bock haben, sich aufzwingen zu lassen, wie man spielen muss. Und Seasons zwingt dir auf, wie du spielen musst. Seasons sagt dir genau, was du wann zu tun hast im Grunde. Ansonsten verreckt dir dein Vieh. Ansonsten ist alles blöd. Diesen Mod einzubauen bedeutet für uns, ihn in einen Weg einzubauen, in dem man ihn benutzen kann oder nicht. Das heißt, wir werden es wie Kalken oder so wahrscheinlich ein- und abschaltbar machen oder bestimmte Sachen ein- und abschaltbar machen. Da steckt also wahnsinnig viel Arbeit drin. Das ist nicht, oh, der Mod ist da, packen wir mal eben rein, tada!
So funktioniert das nicht. Da stecken Monate und Jahre drin. Deswegen haben wir gesagt, das schaffen wir für den 19er nicht. Ich kann nicht mal jetzt schon versprechen, dass es fürs nächste kommt. Selbst wenn ich wüsste, ob es das täte. Ich weiß es aber ehrlich gesagt noch nicht, weil halt so viel dahinter steckt. Aber, wie man sieht, arbeiten wir sehr eng mit Realismus Modding zusammen. Wir haben ja auch einen von deren Jungs mittlerweile bei uns im Team, den guten Jos, und stellen sicher, dass Seasons dann zumindest als Mod nachgeliefert wird. Das hilft uns schon, weil es gibt diese Freiheit schon mal, die wir haben wollen. Ja, du lädst Seasons runter, wenn du Seasons möchtest. Und das ist irgendwie auch ein Ein- und Ausschalter. Natürlich noch nicht so cool, wie wenn es im Spiel ist. Und ich gehe davon aus, auf lange Sicht irgendwann wird es im Spiel sein. Aber das ist der Grund, warum es nicht im 19er war. Zeit. Dass ihr mal eine Idee kriegt, wie auch diese Spielentwicklung abläuft. Der 19er ist jetzt im Grunde ja, wenn man so will, in einem Status wo man, oder Stadium, wo man ihn laufen lassen kann. Wo noch DLCs kommen, wo auch noch mal kleine Patches kommen. Aber im Grunde, wo man ihn laufen lassen kann. Und jetzt fangen wir natürlich schon an, darüber nachzudenken, was machen wir als nächstes? Wie geht's weiter? Wenn man jetzt davon ausgeht, der Mod-Contest wäre nächste Woche. Ja, in unserem Fall jetzt. Das heißt, nächste Woche würde Seasons, ich meine, nächste Woche erscheint Seasons, aber jetzt auf Mod-Contest bezogen. Nächste Woche würde Seasons erscheinen. Dann müssten wir das jetzt noch in dieses Schedule quetschen, obwohl es im Grunde noch nicht ready ist für irgendwas, weil wie auch jetzt wieder die Konsolenversion zum Beispiel noch weit, weit weg ist. Mhm. Na, und es ist einfach eine Zeitfrage manchmal. Man darf nicht vergessen, wie klein wir sind. Wir sind keine 500-Mann-Firma, wo man dann sagt, hey, das ist cool, lass mal eben 300 Mann abstellen. Wir sind 75, da ist Marketing bei, QA bei, Support bei. Da sind ganz, ganz viele Leute bei, die noch nie dieses Spiel vom Code her angefasst haben, so wie ich. Ja, also ich habe den Code mal gesehen und ich habe, glaube ich, auch mal 3 Zeilen drin geändert. So mit Anleitung, Lars, tipp mal das ein, okay. Mehr aber nicht. Und wenn du die alle rausrechnest, dann sind wir auf, ich weiß es gar nicht so aus dem Kopf, aber sowas um die 30 Entwickler, wenn es hochkommt. Und diese 30 Entwickler müssen ihre Zeit ja in dieses Spiel stecken. Plus, wir wollen den 19er auch nicht fallen lassen, da kommen auch noch ein paar Sachen. Und da reicht es manchmal einfach nicht. Wenn so ein Riesen-Feature kommt, dann ist es halt einfach manchmal, da müssen wir dann einfach sagen. Um die Leute mal nicht zu sehr zu verwirren, wir nehmen das heute am 17.07. auf, ja. Wie wurde die FSL in den Augen oder euren Augen von der Community angenommen? Muss man jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen der LS-Community und generell der Gaming-Community. Ich unterscheide das jetzt einfach mal ganz krass. In der LS-Community ein bisschen gemischt. Es gab eine Menge Leute, die gesagt haben, was soll der Scheiß? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Könnt ihr euer, mein Liebling, könnt ihr euer Geld nicht in bessere Dinge investieren? Und all diese Sachen. Aber auch ein paar Leute, die gesagt haben, hey, ist mal was Neues, haben wir so noch nicht gesehen. Bringt einen Game-Mode mit sich, der vielleicht mal cool ist. Jetzt ist er draußen, jetzt könnt ihr entscheiden, ob er cool ist oder nicht. Wenn nicht, schreibt es einfach nicht in die Kommentare. Ich habe ihn gebaut, dann bin ich, ne, dann bricht mein Herz und ich bin traurig. Aber so generell, das war so 50-50, würde ich sagen. Von Leuten, die gesagt haben, oh, mal was Neues, warum nicht? Und haut ab mit der Scheiße. Aber so generell in der Gaming-Welt ist es, glaube ich, sehr gut aufgenommen worden. Weil die Leute einfach gesagt haben, Landwirtschafts-E-Sports, seid ihr noch ganz dicht? Das geht. Und das hat eben so ein Interesse geweckt. Und das gab dann wirklich so eine Welle über die ganze Welt eigentlich von Leuten, die gesagt haben, boah, was passiert denn da jetzt? Machen die das im Ernst? Wo ich einfach sage, warum nicht? Traktoren werden schon lange benutzt, um Wettbewerbe zu fahren. Es gibt Traktorrennen, es gibt dieses Traktor-Pulling, es gibt Schnellflügen, Flugwettbewerbe, es gibt all diese Sachen. Warum nicht? Wir sind FSK 0, wir können eine E-Sports-Sache machen, die andere nicht machen können. Und wenn es den Leuten Spaß macht, ist doch eine coole Sache. Also so generell, glaube ich, ist es in der Welt sehr gut aufgenommen worden. In unserer Community so 50-50. Was erhofft sich Giants von der FSL? Werbung, sprich neue Käufer oder vielleicht komplett neues Geschäftsfeld? Ein Geschäftsfeld wird es nie. Für ein Geschäftsfeld müssen Sachen Geld einbringen und die FSL bringt kein Geld. Sie kostet auch im Moment kein Geld, dank unseren Sponsoren. Aber es ist jetzt nicht so, als würden wir damit reich werden, dass wir um die Welt fahren und irgendwelche Preise rausknallen. Das ist einfach, das kostet uns Zeit. Es kostet uns Geld, im Geschäftsfeld wird es nicht. Es ist ein Marketing-Tool zum Stück weit, natürlich, klar, keine Frage. Wir kriegen damit Aufmerksamkeit in Bereichen, in denen wir keine Aufmerksamkeit hatten, außerhalb der LS-Community, in der E-Sports-Community, aber auch tatsächlich sehr in der traditionellen Presse. Also ich habe Interviews gegeben für die New York Times, ich habe Interviews gegeben für irgendeinen australischen Radiosender, was sehr, sehr abgefahren war, weil die Typen versteht kein Mensch. Weil die halt dieses australische Englisch, also ich verstehe es nicht. Ich habe mit dem Schweizer Fernsehen gesprochen, ich habe mit dem französischen Fernsehen gesprochen. Also es ist sehr, sehr cool, wo wir überall quasi plötzlich auftauchen. Und das ist natürlich ein Marketinginstrument, keine Frage. Ja, wir werden gesehen. Gerade so, ich sag mal, der LS hat so ein bisschen dieses Coolness-Gap, wie ich es so gerne nenne. Wenn du so 2, 3 Jahre alt bist, so bis du so 13, 14 bist, ist der LS schon geil und du spielst ihn auch gerne. Und dann ist er einfach uncool. Dann ist Fortnite cool und League of Legends ist cool und Battlefield ist cool und all diese Spiele sind cool. Bis du so 24, 25, 26 bist, dann geht's wieder und dann fangen die Leute wieder an, es mehr zu spielen. Aber dazwischen ist so ein bisschen, da ist der LS nicht cool genug. Aber E-Sports schon. Das heißt, diese kleine Coole, die füllen wir damit so ein bisschen. Vielleicht finden es die Leute auch unglaublich scheiße, das werden wir dann auch bald wissen auf der FarmCon. Aber also wir erreichen Leute, die wir normalerweise nicht erreicht hätten. Zum anderen ist es einfach so ein bisschen, ich bin ein riesen E-Sports-Fan. Ich verfolge E-Sports von verschiedensten Spielen seit vielen, vielen Jahren.
Wir haben noch mehr andere E-Sports-Fans in unserer Firma und irgendwann hatten wir dieses Minigame. Die eine oder andere erinnert sich, Ballen stapeln, wurde damals von der Profi und von der Stark auf der Agritechnica 2017 gemacht. Und da kam ein Spiel und haben gesagt, ey, das war cool, mach's nochmal. Dann haben wir es nochmal gemacht und dann kamen wieder Leute und haben gesagt, das war cool, macht's nochmal. Dann haben wir es nochmal gemacht. Und es wurden immer mehr Leute, die gesagt haben, es war eigentlich schon geil, es macht eigentlich schon Spaß. Und dann kamen eben auch Sponsoren wie Logitech auf uns zu und haben gesagt, wenn ihr das größer aufziehen wollt, ruft uns an, wir reden. Ne? Und dann kam Logitech und es kam Intel und es kam eben Corteva, unser Hauptsponsor. Und all diese Leute, mit denen haben wir geredet und wir haben gemerkt, Mensch, da draußen ist tatsächlich Bedarf daran. Es gibt Leute, die Bock aufs Spiel haben, es gibt Sponsoren, die Bock drauf haben, was mit uns zu machen, eben weil wir ganz anders sind als alle anderen. Und wir haben in der Firma E-Sports-Wahnsinnige, die Bock haben, sich da auszuleben. Und so kam dann alles zusammen und jetzt sind wir hier. Also ja, es ist ein Marketing-Tool, es ist ein bisschen Herzangelegenheit. Und es ist ganz, ganz viel, wir wollen einfach mal was Neues machen und den Spielern zeigen, hey, der LS ist viel mehr als auf dem Feld hin und her fahren. Es ist auf dem Feld hin und her fahren, auf Zeit. Ich glaube, es ist wirklich, ich glaube, der LS ist halt in sich ein Phänomen, weil er das politisch korrekteste Spiel ist, das du jemals finden kannst. Du kannst mit allem Leute aufregen. League of Legends tötet Leute, Battlefield ist eine Kriegssimulation und so weiter und so fort. Aber was willst du am LS aussetzen? Das wusste sogar Angela Merkel, deswegen war die bei uns auf der Gamescom. Farming, Landwirtschaft, das ist was... Da hat jeder Respekt vor. Ja, manche finden Landwirte scheiße oder Höhe stinkt's, aber so generell hat ja jeder vor dem Job Respekt. Und das Spiel ist FSK 0, es ist friedlich. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Leute da draußen, die einfach sagen, hey, das ist mal was, wie ich vielleicht E-Sports auch an Generationen bringen kann, die nicht einfach nur Leute erschießen wollen. Weil die können natürlich alle die großen Spiele haben. Und damit haben wir, glaube ich, wahnsinnig große Wellen geschlagen, weil viele Leute gesagt haben, hey, das ist was ganz, ganz anderes, kommt von einer ganz, ganz anderen Seite. Jetzt haben wir ganz viel über die FSL geredet. Und jawohl. Auch darüber, naja, dass eventuell der Zwei-Jahres-Rhythmus verschoben werden könnte, wenn sich eventuell irgendwas kommen sollte. Jetzt ist es ja so, dass die großen E-Sports-Sachen, die schon seit Jahren laufen, immer auf demselben Spiel laufen. Wäre die FSL eventuell ein Grund, noch weiter eventuell den Zyklus nach hinten zu ziehen, oder bleibt die FSL dann im 19er stecken? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ja, also generell, die FSL wird nie ein Grund sein, dass irgendwas im Hauptspiel passiert. Ja, wir sind einfach wir gehen getrennte Wege. Das ist mal cool, mal nicht so cool, aber es bleibt halt so. Ich erinnere da gerne an, warum hat die FSL bewegliche Brücken? Also wir haben ja diese Brücken, die hoch und runter fahren, und das Hauptspiel hat nicht mal Türen, die sich öffnen und schließen. Das liegt daran, dass die FSL eben von anderen Leuten gemacht wird und da einfach ganz andere Sachen irgendwie gefordert wurden. Es ist einfach, der Zusammenhang ist nicht unbedingt da. Das heißt, selbst wenn die FSL auf dem 19er bleiben würde, würden wir deswegen nicht den 21er rausschieben oder sonst irgendwas. Weil eben, wie gesagt, das FSL-Ding ein sehr eigenständiges Teil ist. Andererseits muss man sagen, ja, die meisten Spiele bleiben da, wo sie sind. Aber auch die entwickeln sich ja grafisch und so weiter. Wenn jetzt der FSL-Spielmodus gut ankommt, wenn die Leute über das Jahr, und man muss ja auch sagen, das ist irgendwo ein Testjahr, über das Jahr jetzt merken, hey, das macht mir schon Spaß, und der 21er kommt raus, dann spricht ja nichts dagegen, dieses Ding nochmal im 21er umzusetzen, mit besserer Grafik. Ja, aber mit dem gleichen Spielmodus, und das Ganze ist dann halt einfach ein grafisches Update. Es gibt viele, viele Ideen, die intern diskutiert werden. Das rangiert von allen möglichen Sachen, wo wir mit der FSL hinwollen. Aber eine Sache steht erstmal fest. Wir machen das Ganze jetzt erstmal ein Jahr. Wir gucken, wie wird es angenommen. Wir gucken, wird es überhaupt angenommen. Wir finden es die Sponsoren natürlich. Wir haben wahnsinnig viele, wer auf die Webseite guckt hat, weiß es. Wir haben wahnsinnig viele Hersteller da draußen, die Interesse haben. Ja, also ich meine, so Leute wie John Deere, die eingestiegen sind und da eben auch wirklich Zeit und Geld rein investieren, um das Ganze cool zu machen. Und das ist ja nicht nur John Deere, es ist ja Krone ist dabei und Horsch ist dabei und Lindner ist dabei und Trelleborg und ach, wer nicht alles dabei ist. Wir kündigen morgen noch ein großes Team an, kann ich schon mal. Also wenn das hier Montag rauskommt, kündigen wir zwar auch morgen noch mal ein Team an. Allerdings nicht das, dass ich jetzt meine, oh, das kommt erst Montag raus. Wir kündigen morgen das Class-Team an. Wenn das Ding hier veröffentlicht wird, ist das Class-Team schon 5 Tage raus. Ast rein, ich habe es nur dir geleakt. Das Class-Team kommt auf jeden Fall. Und ich denke, es ist auch kein großes Geheimnis, wenn dieses Ding hier hochgeladen wird. Einen Tag später werden wir noch das Bertu-Team hoch ankündigen. Ist jetzt keine große Sache. Und dann sind wir vollzählig. Und da sind große Namen bei, die da Bock drauf haben, die da auch Zeit rein investieren, ja. Weil auch die ganzen Herstellerfirmen sagen, Mensch, das ist eine coole Sache, das ist mal was, das haben wir noch nie gemacht. Wenn das alles Erfolg hat, am Ende der Saison, FarmCon 2020, wenn die Weltmeisterschaft läuft
und wir dann quasi ein Fazit ziehen und sagen, das war geil, es hat uns so gut wie nichts gekostet, die Sponsoren bleiben an Bord, weil wenn die abspringen, dann werden wir auch aufhören, weil wir wollen das Geld des Spiels nicht in die FSL stecken. Die Sponsoren bleiben an Bord, vielleicht kommen sogar noch neue dazu. Es war ein cooler Ritt, die Spieler hatten Spaß. Dann überlegen wir uns, was machen wir mit dem Spielmodus? Machen wir einen neuen Spielmodus? Machen wir den nochmal neu in einem anderen Spiel? Behalten wir ihn noch 10 Jahre? Aber das ist 12 Monate weg. Und hast du den Klaas-Trailer gesehen? Und weißt du, was da dran ist? Und arbeitet ihr gegebenenfalls sogar mit Klaas zusammen, wenn es um die Maus geht? Die Maus. Ich habe die offizielle Marketingantwort von uns lautet übrigens, wenn ihr was über die Maus wissen wollt, redet mal mit Klaas. Das Ding ist natürlich Bullshit. Ja, das ist gemacht für diesen Trailer. Es soll lustig sein. Diese Klaas-Maus wird nicht für den LS kommen. Also es sei denn, Klaas entscheidet sich irgendwann das Ding dafür herzustellen. Aber von unserer Seite gibt es da nichts. Das war einfach ein Trailer, den die in Zusammenarbeit mit uns gemacht haben. Natürlich arbeiten wir mit Klaas. Wir sind auf der FarmCon bei Klaas. Ihr werdet überrascht sein. Wir werden auf der FarmCon bei Klaas Dinge ankündigen, die eventuell sogar was mit Klaas zu tun haben können. Wie gesagt, wir haben das Klaas-Team vor ein paar Tagen angekündigt, wenn wir dieses Video hochladen. Ja, wir arbeiten mit denen. Nein, wir werden diese Maus nicht haben. Was wir mit denen machen, na, lasst euch überraschen. Das seht ihr in ein paar Tagen. Lars, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Dankeschön für deine offenen und ehrlichen Antworten. Und du hast die letzten gerne. Worte. Boah, nee, ich habe mir abgewöhnt, die letzten Worte zu sagen, seit meine letzten Worte. Sagen wir mal ein bisschen für eine große Legende da draußen gesorgt haben. Das war diese Gynäkologennummer, die man mir bis heute irgendwie sehr nachhält. Alles, was ich sagen kann, ist, schaut euch die FSL an. Haha, Marketing, hier, pass auf. Ah, das kann ich. Schaut euch die FSL an und ihr werdet überzeugt. Nein, im Ernst, scheiß drauf. Der wichtige Punkt ist, habt Spaß da draußen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie ruhig. Ihr könnt sie gerne weiter an Viennas schicken. Der weiß, wie er mich erreicht. Wir können das hier noch 10-mal machen. Ich hab Spaß dran. Ich hoffe, ihr mögt den LS. Wenn ihr ihn nicht mögt, dann mögt ihr vielleicht den nächsten. Was soll ich sagen? Habt Spaß. Wir sind alle Zocker. Geht raus, zockt, worauf ihr Bock habt und wenn es bei uns ist, cool. Wenn es nicht bei uns ist, kommt ihr vielleicht irgendwann wieder. Irgendwie so. War das jetzt Marketing? Das war schon sehr Marketing, ne? Aber ein bisschen Marketing, ich kann Marketing. Letzte Worte sind immer schwierig, wenn man nicht was total Scheißiges erzählen will und oder Marketing, bla bla. Ist geil, hier gewesen zu sein. War schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Und ich hoffe, wir machen sowas öfter. Ich hoffe, man hat gemerkt, das ist mir sehr wichtig. Die eine Sache, die mir wirklich wichtig ist, also die könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen, ist, ich hoffe, man hat gemerkt, dass ich hier nicht versuche, abgelesene Antworten zu präsentieren, keinen Scheiß zu erzählen. Ich sag, was mir durch den Kopf schießt, und plauder da raus. Das ist nicht immer clever, aber es ist zumindest immer ehrlich. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass diese Ehrlichkeit zumindest rübergekommen ist. Das ist so mein Abschlusswort. Ich hoffe, es klang für euch so ehrlich, wie ich es gemeint habe.